Bin ich wirklich gerettet? Fragen sich viele gläubige Christen. Wie kann ich wissen, ob ich wirklich gerettet bin? Fragen viele Christen. Diese Frage soll jetzt beantwortet werden, also bleib dran. Um zu wissen, ob du wirklich gerettet bist, müssen wir erstmal biblisch beleuchten, wie denn ein Mensch, der verloren ist, gerettet werden kann. Dazu zitiere ich Apostelgeschichte 16. Dort heißt es: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Und ähnlich wie dieser Vers gibt es noch viele sinngemäß gleiche Verse im Neuen Testament. Im Römerbrief heißt es: Gerechtfertigt durch Glauben, das ist ein anderer Aspekt der Errettung. Oder der Jesus Christus sagt selbst: Wer an mich glaubt, geht nicht verloren oder ist gerettet. All diese Verse haben eins gemeinsam, sie haben zwei Schlüsselbegriffe. Erstens, es geht um die Person Jesu Christi. Und zweitens, es geht um Glauben, um Vertrauen. Und ich möchte dir nun diesbezüglich drei Fragen stellen als Prüfstein, um zu wissen, ob du wirklich gerettet bist. Erstens, es geht um die Person Jesu Christi. Wer ist die Person Jesu Christi für dich? Die Frage ist: Ist Jesus Christus der Retter? Ist er der Retter? Ist er Gott, der auf die Welt kam, um dich, um die Menschen zu retten? Oder ist er nur eine historische Person, ein prominenter Religionsstifter? Du reißt ihn ein unter der Reihe von Goethe, Konfuzius, Mohammed etc. Oder ist er der Retter? Kannst du diese Frage von Herzen mit Ja beantworten? Zweitens, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Also ist er nicht nur der Retter, sondern ist er dein persönlicher Retter? Glaubst du ihm? Vertraust du ihm? Glaubst du, dass er für dich gestorben und auferstanden ist? Glaubst du all das, was in der Bibel über ihn steht? Vertraust du ihm, dass er dir deine Schuld vergeben hat? Also glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Kannst du diese Frage von Herzen mit Ja beantworten? Glauben heißt dabei nicht ein verstandesmäßiges Erkennen oder Bejahen, sondern es ist ein Vertrauen, du setzt dein Vertrauen auf die Person Jesu Christi. Und die dritte Frage ist: Hast du dich bekehrt? Also gibt es einen Moment, einen Tag in deinem Leben, an dem du dich bewusst zum Herrn Jesus Christus bekehrt hast, wo du ihn angenommen hast als deinen Retter, als deinen Heiland? Dabei ist es nicht so wichtig, dass du den Termin deiner Bekehrung kennst oder den Ort, sondern es ist wichtig zu wissen, dass du dich bekehrt hast. Bei der Bekehrung geht es auch nicht darum, dass du alle deine Sünden bekannt hast, das geht gar nicht, sondern es geht um die Haltung der Buße, dass du deinen verlorenen Zustand erkannt hast und damit zum Herrn Jesus gekommen bist und ihn angenommen hast als deinen Retter und ihn um Vergebung deiner Schuld gebeten hast. Also hast du dich bekehrt. Wenn du diese drei Fragen von Herzen mit Ja beantworten kannst: Ja, Jesus Christus ist der Retter. Ja, ich glaube an ihn, er ist mein persönlicher Retter und ja, ich habe mich zu ihm bekehrt, dann weißt du, dass du ein wiedergeborener Christ bist. Jetzt hast du aber Einwände. Ja, aber, ich habe keine Heilsgewissheit. Richtig, die Heilsgewissheit ist angefochten, vom Tag 1 deiner Bekehrung angefochten, durch den Teufel, durch die Sünde und durch die gefallene Welt. Der Frieden, den Christus in dein Gewissen und dein Herz geben will, ist angefochten. Und die Heilsgewissheit ist kein Automatismus. Schau dir dazu unbedingt das Video an, das ich unten verlinkt habe. Dann musst du das ändern. Du brauchst Heilsgewissheit. Ja, aber ich sündige noch oft. Richtig, denn der wiedergeborene Christ hat noch die sündige Natur in sich. Solange er auf der Erde ist, straucheln wir alle oft. Das ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Wir sind grundsätzlich von der Macht der Sünde befreit, aber noch nicht von der Gegenwart der Sünde. Das wird dann erst im Himmel sein. Ja, aber ich fühle mich so fern von Gott. Richtig. Gefühle sind trügerisch. Sie kommen und gehen. Gefühle sind kein sicherer Indikator dafür, ob du gerettet bist oder nicht. Ja, aber ich tue so wenig für den Herrn. Mein Dienst ist so schwach. Richtig. Das kannst du ändern. Der Dienst für den Herrn ist unterschiedlich von Christ zu Christ. Manche sind sehr aktiv, manche sind sehr passiv, aber auch das ist kein Indikator, ob du gerettet bist. Ja, aber ich bin oft zu ängstlich und zweifle oft. Richtig, der Herr Jesus nennt die Jünger Kleingläubige. Warum zweifelt ihr?
Der Herr Jesus sieht die Zweifel im Herzen eines Gläubigen. Auch das hat keinen Einfluss auf deine Errettung. Es gibt viele, viele Ja-Aber, die aber nicht in Zusammenhang stehen mit deiner Errettung, sondern mit deiner Nachfolge, mit der Qualität deines Glaubenslebens. Wenn ein Mensch zum Glauben an Herrn Jesus Christus kommt, erlebt er eine geistliche Neugeburt und wird versiegelt mit dem Heiligen Geist und das geistliche Leben beginnt unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Dieses geistliche Leben ist jedoch angefochten von Tag 1 und die Qualität des geistlichen Lebens ist angefochten und ist auch unterschiedlich von Christ zu Christ. Es gibt sehr geistliche Christen, es gibt weltliche Christen, es gibt sogar fleischliche Christen. Und die Qualität deines geistlichen Glaubenslebens ist auch innerhalb deiner Biografie wechselhaft. Es gibt Phasen in deinem Leben, da bist du sehr geistlich, sehr stark im Glauben. Es kann Phasen in deinem Leben geben, wo du sehr schwach bist im Glauben und viel zweifelst. Ich möchte nun zwei Pole aufzeigen, zwei Extreme des geistlichen Lebens. Das geistliche Leben kann massiv stark und fruchtvoll sein. Du stehst voll in der Freude des Herrn. Du hast Heilsgewissheit. Du dienst dem Herrn. Du betest ihn an. Du bist also stark im Glauben, quasi wie der Apostel Paulus und Johannes und Petrus in einer Person. Du bringst viel geistliche Frucht. Das ist eine Seite. Aber das Glaubensleben eines Gläubigen kann auch sehr erbärmlich sein und ja, sehr schwach sein. Du liest kaum in der Bibel, hast keine Erkenntnis. Du ringst ständig um Heilsgewissheit, gehst vielleicht in keine Gemeinde, hast kein intaktes Glaubensleben, du bist allzu schwach, tust wenig für den Herrn, auch das kann es geben. Das Minimum ist hier vielleicht, was übrig bleibt, ist sogar, dass dein ganzes Glaubensleben nur darin besteht, um Heilsgewissheit zu ringen. Aber auch da ist vielleicht die Ursache klar, weil du vielleicht in keine Gemeinde gehst, weil du nicht in der Bibel liest, weil du keine gesunde Lehre dir aneignest, weil du kein Gebetsleben hast, weil du vielleicht in Verbindung stehst zu schlechten Menschen und vieles mehr, kann die Ursache sein, dass dein ganzes Glaubensleben nur darin besteht, um Heilsgewissheit zu ringen. Schau dir dazu unbedingt, wie gesagt, das verlinkte Video an. Also hier geht es um die Qualität deines geistlichen Lebens, was aber nichts zu tun hat mit deiner Errettung. Um es zusammenzufassen, als Prüfkriterium diese drei Fragen, ob du wirklich gerettet bist, ist Jesus Christus der Erretter, ist er Gott oder ist er nur irgendein Mensch? Zweitens, glaubst du an den Herrn Jesus? Glaubst du ihn wirklich? Hast du ihn, dein persönliches Vertrauen auf ihn gesetzt? Und drittens, hast du dich bekehrt? Wenn du diese drei Fragen von Herzen mit Ja beantworten kannst, kannst du davon ausgehen, dass du ein wiedergeborener Christ bist. Und wenn du keine Heilsgewissheit hast, dann musst du das ändern. Schau dazu das Video an. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere Fragen und Anmerkungen hast, schreibe diese gerne in die Kommentare. Und wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an.